Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit Alemannia Aachen und unserer Karriere. Wir haben die letzte Folge mit einem 4:0 Erfolg im ersten Spieltag der zweiten Bundesliga abgeschlossen. Gegen den VfL Bochum. Ein sehr unerwarteter Auswärtssieg für unsere Mannschaft. Es steht jetzt der zweite Spieltag an. Wir empfangen mit unseren Aachenern den VfL Osnabrück auf den Tivoli. Und sind natürlich sehr gespannt, wie unsere Mannschaft das erste Heimspiel beenden wird. Wir schauen nochmal über unsere Mannschaft hinweg, über unsere aktuelle Truppe mit 87 Stärke, 89 beim VfL Osnabrück. Das heißt, es wird alles auf Augenhöhe ausgetragen. Die Kondition auf 81 runter, die Frische natürlich jetzt auch bei 83 runter, beim Gegner schon 96 Kondition, 51 Frische. Das heißt, momentan können wir einfach nur übers Training, über die Frische, die Spiele dann auch gewinnen. Und wir gehen rein gleich in die nächste Woche, schauen nochmal über unsere Verletzten. Keiner zum Glück dabei. Das ist schon mal gut. Auch können wir nochmal über unser Budget hinweg gucken. Wir haben jetzt 815.000 Euro noch übrig. Hoffen natürlich, dass jetzt der ein oder andere Spieler noch abgegeben wird. Im Vereinsbudget haben wir noch 2,6 Millionen und da wir momentan eine Büroauslastung von 6 Leuten zu viel haben, habe ich mich dazu entschlossen, nochmal ein kleines Büro zu bauen, eine weitere Büroetage dazuzusetzen. Und zwar werden wir hier in unserem hinteren Bereich zu unserer Trainingsanlage nochmal ein zweistöckiges Gebäude hinsetzen. Das kostet uns nochmal 400.000 Euro. So geht's rein, zack, und damit haben wir jetzt 140 Mitarbeiter, die wir einstellen können und sind auf jeden Fall jetzt im guten Verhältnis zur Auslastung und müssen uns jetzt keine Sorgen machen. Ein Verbesserungsvorschlag wäre noch ein Hightech-Trainingscenter. Da können wir mal gucken, wie teuer das wäre. Das haben wir ja auch schon gebaut, beziehungsweise nein, das wollte ich noch bauen. 1,5 Millionen kostet uns das. Ja, dann werden wir das doch nochmal ransetzen. Das lasse ich mir doch jetzt nicht nehmen. Das setzen wir einfach hier unten noch mit ran. Dann haben wir eigentlich unser Budget für die Saison fast vollständig beendet. 709.000 sind noch übrig. Und der Verein sagt jetzt natürlich, oh, da ist absolut Stopp. Wir kommen jetzt langsam in eine Situation, die so nicht weitergeht. Aber ich glaube, damit sollten wir eigentlich sehr gut ausgestattet sein. Und als nächster Verbesserungsvorschlag wäre eine Unterdruckhalle. Die kostet dann aber wieder zu viel, aber das wollte ich mir noch gönnen, einfach um das Vereinsbudget natürlich für die Saison nochmal komplett auszureizen und den Verein weiter nach vorne zu bringen. Wir gucken nochmal in die Wochenplanung. Unsere Organisationsabteilung will natürlich noch eine Saisoneröffnung haben. Das machen wir am Samstag vor dem Heimspiel gegen Osnabrück. Unser größter Fanclub bittet auch nochmal um Besuch, das machen wir am Mittwoch. Und die Fanabteilung würde es begrüßen, wenn sie einen Spieler schicken würden. Wir schicken mal, wen schicken wir? Das ist ein Spieler, der dann in der Woche eine Trainingseinheit nicht absolvieren wird. Ich glaube, wir schicken mal, Bissoli. Auch wenn er natürlich von der Form jetzt auch auf 8 hochgegangen ist. Ich glaube aber, als neuer Spieler soll er sich da nochmal einfinden und ich glaube auch nicht, dass es jetzt so schwerwiegend ist, wenn er da mal ein Spiel nicht dabei ist. Wir werden Ecken im Strafraum trainieren. Der Unterschied, falls ihr euch fragt, warum ich hier Strafraum-Ecken 1 und 2 habe, ist ganz einfach. Bei 1 trainiere ich die Belastung im Pressing am Dienstag und im Gegensatz dazu ist bei 2 einfach das Gegenpressing im Fokus. Das ist der einzige große Unterschied, damit die Werte hier weiter nach oben gehen. Konter müssen wir auch unbedingt viel intensiver wieder trainieren. Aber das kommt alles über die Saison hinweg. Wir starten in die Woche mit einer Kondition von 80 und einer Frische von 91. Und hoffen natürlich, dass die Werte weiter nach oben gehen und unsere Jungs weiterhin gut arbeiten und sich stetig verbessern. In 4 Tagen ist jetzt die Saisonöffnung, jetzt noch in 3 Tagen. Keine weiteren Vorkommnisse bis jetzt. Sehr schön. Der Fanclub, der von uns besucht wird, freut sich sehr über unseren Besuch. Und Kai Havertz wechselt für 55 Millionen nach Brighton Hove Albion.
Sehr interessant. Also ich glaube kaum, dass Kai Havertz von Chelsea zu Brighton Hove Albion gehen wird, aber naja, im Spiel ist das halt so. So, die Stimmung bei der Saisoneröffnung. Die Fans können die Saison kaum erwarten und die Mission Klassenerhalt kann beginnen. 9.230 Besucher kommen, 508.000 werden umgesetzt und 356.000 Euro bleiben als Gewinn. Das ist eine gute Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr. Bei gleichen Wetterverhältnissen im vorigen Jahr waren 5.425 Zuschauer da. Das heißt gut, ja, 3.800 Besucher mehr. Das ist schön. Und wir haben noch kleine Fan-Kommentare. Ein Fan sagt uns, ich bin mir sicher, diese Saison haben sie den Videobeweis im Griff. Sehr gespannt. Wir hatten ihn ja schon einmal im ersten Spiel. Und da hat er uns das Tor wegen Abseits aberkannt. Ein weiterer Fan, ich wünsche mir mehr Party und Action vor dem Spiel und in der Halbzeit, so wie beim American Football. Ja, American Football ist halt was anderes. Ich glaube, wenn man im Super Bowl da mal eine Party feiert, das ist was ganz anderes, da als jedes Mal beim Bundesligaspiel eine Party abzufeiern. Ein weiterer Fan schreibt, Dick van Dijk hat uns nach vorne gebracht, vielleicht ist es Glück, aber Zufall ist es nicht. Ja, sehr schön, Glück gehört immer dazu. Aber harte Arbeit ist, glaube ich, das Hauptmerk für uns. Wir haben gut gearbeitet in der Saisonvorbereitung und haben uns die Spieler gezielt ausgesucht. Und der letzte Fan schreibt noch, die Neuverpflichtungen stimmen mich zuversichtlich. Ja, das hoffen wir doch. Dafür haben wir sie ja geholt und hoffen, dass wir mit den Jungs ja erfolgreich Fußball spielen werden. Und somit sind wir angelangt am Spieltag. Alemannia Aachen gegen den VfL Osnabrück. Wir haben eine 87 gegen eine 89. Wir haben den besseren Torhüter, aber Bochum spielt mit einer Fünferkette, wir nur mit einer Viererkette. Dadurch natürlich ein kleiner Vorteil in der Abwehr. Dafür haben wir mit vier Mittelfeldspielern einen Mann mehr und dadurch auch den Vorteil im Mittelfeld. Der Sturm ist recht ausgeglichen. Wenn wir sehen, 8,2, 7,9, wir mit 8,1, 7,9 ist doch ein recht ausgeglichener, guter Sturm. Ich würde gerne mal gucken, Vandenhoek trainiert ja momentan allein gegen den Torwart, das ist schon mal gut. Und Drüft trainiert die Technik, sehr schön, da will er sich nochmal gut verstärken. Und wenn wir das durch haben, dann gehen wir noch auf das Dribbling. Ich schaue nochmal rein, was er sonst noch so an Möglichkeiten hätte dann für die nächsten Fähigkeiten. Ballbehauptung, gibt es überhaupt den Torriecher? Das will ich natürlich jetzt rausfinden. Ballgewinn haben wir noch, Schusskraft. Volleys, nein, leider können wir nicht den direkten Torriecher trainieren. Das ist natürlich schade. Das hätte ich natürlich gern gehabt. Ansonsten gucken wir auch nochmal bei Baptiste René rein. Er trainiert die Abstöße. Ja, okay, können wir so lassen. Ja, sehr schön, das lassen wir einfach so. Die Fähigkeiten ansonsten alle ganz gut bei ihm. Er ist ein Torhüter, der Reflexe hat, Abwürfe gut kann, Fausten gut kann und auch 1 gegen 1 sehr gut ist. Dafür haben wir ihn ja geholt als neue Verstärkung. Und so, ja, gehen wir rein in die Partie. Im Tor natürlich Baptiste René, wie schon vorher angesprochen. Petretta, Sierra Alta, Callas und Timczyk bilden wieder die Verteidigung. Nedelko im defensiven Mittelfeld, Hendricks und Nteka wieder im zentralen Mittelfeld, Sergio Peña im offensiven Mittelfeld und Vandenhoek und Drüff wieder im Sturm. Keine Änderung gegenüber dem ersten Spieltag. Bissoli wird immer noch nicht mitgenommen. Okay, da müssen wir wieder reagieren und werden dafür wieder Magnusson zu Hause lassen. Wir werden heute natürlich zu Hause offensiv beginnen. Lassen alle anderen Einstellungen so, wie sie sind. Wir werden nur vom Einsatz etwas runtergehen. Der Gegner jetzt natürlich deutlich fitter. Da müssen wir aufpassen. Wir werden mal wieder auf Gallig und ekliger Gegner zurückgehen. Und heute müssen wir uns entscheiden. Beim letzten Mal konnten wir unsere Wut etwas noch aus der letzten Saison ablassen. Heute müssen wir schon wieder sehen, dass wir ja, uns auf die normalen Standardansprachen beschränken. Ich glaube, wir sind unangenehm und haben nichts zu verlieren. Ist für ein Heimspiel ganz okay. Das können wir doch eigentlich nutzen. 17.140 Zuschauer kommen auf den Tivoli und Thilo Knorr ist der Schiedsrichter der Partie, die damit angepfiffen ist. Wir sind sehr gespannt, wer die erste Chance haben wird. Und es ist Alemannia Aachen in der vierten Minute.
Kalasch mit der Ecke auf Nedelcu, spielt zurück auf Sieralta, Schuss aus dem Rückraum. Aber leider verzogen, weit am Tor vorbei. Gelbe Karte jetzt auch für Tomasz Kalas. Klares Chancenplus, dennoch für Aachen und die nächste Chance für Aachen. 11. Minute, wieder eine Ecke von Kalas, wieder auf Nedelcu. Flanke auf Sieralta, diesmal der Kopfball, aber wieder über das Tor, schade. Da sollte er vielleicht mal einen Stürmer reingehen, dann könnte er auch treffen. Aachen wieder im Angriff, 16. Minute, Nteka auf Nedelcu, aus dem Rückraum, Innenpfosten. Und von da aus geht der Ball ins Tor, 1:0 Führung für Alemannia Aachen. Osnabrück jetzt, 16. Minute, erste Chance, Blacher auf Bryant, Pass auf Santos, Fallrückzieher, aber René wehrt ab an den Pfosten, nochmal ein Versuch. Und Timo Hübers trifft zum Ausgleich. Der Nachschuss geht dann rein. 1:1 jetzt. Aber da, Elfmeter für Alemannia Aachen. 22. Pfannenhoek trifft. 2:1 Führung wieder. Da ist sie wieder, die Führung. Wieder ein Tor vor für Alemannia Aachen. Klares Chancenplus immer noch. 3:2. Jetzt Freistoß. Sergio Peña, 36. Bringt er den Ball rein? Jawohl. Er bringt ihn auf Kalas. Der nochmal auf Drüff. Kopfball aber knapp am Tor vorbei. Ballbesitz auch klar für Alemannia Aachen. 57 gegen 43. Aber dennoch jetzt Osnabrück im Angriff. 41. Zadas, weiter Pass rüber auf Stutzki. Der auf Cousins. Auf Bryant, Flugkopfball. Und der Ausgleich wieder für den VfL Osnabrück. 2:2 jetzt. Und damit geht es auch in die Halbzeit. 45 Minuten sind gespielt. 45 Minuten kommen noch. Jawohl, klare Analyse. Nedelcu, ja, spielt gut. 2,5 Stärk, das ist okay. Timčík heute nur mit einer 4,5. Das kann der junge Mann auf jeden Fall besser. Das werden wir ihm auch mitteilen. Nedelcu freut sich über das Lob und Timčík sieht das etwas anders. Ich aber nicht. Und wenn du das nicht anders siehst, dann musst du halt ausgewechselt werden. Und da haben wir auch Timčík schon mit der gelben Karte jetzt in der 49. 51. Angriff für Aachen. Petretter Steilpass auf Drüff. Der flankt rüber auf den TK. Flanke rein auf Pfannenhoek. Ein Heber vom 16er. Knapp am Tor vorbei. Schade. Das wäre die neue Führung gewesen für Aachen. 60 Minuten sind um. Wir schauen mal nach Timčík. Ja, immer noch 4,5. Dann werden wir ihn mal auswechseln. Callum Britton bringen wir dafür rein. Auch Hendricks müssen wir jetzt rausnehmen. Der ist konditionell etwas runter. Isoli bringen wir dafür rein. Zwei Wechsel haben wir jetzt schon durch. Steht weiterhin 2:2. Auch der VfL Osnabrück wechselt nochmal aus. 77. Angriff für Aachen. Britton auf Peña. Weiter Pass rüber auf Bissoli. Pass auf den Ticker. Die Flanke erreicht Pfannenhoek. Der köpft knapp am Tor vorbei. Schade. Die nächste Chance für Aachen war da. Geht es mit 2:2 zu Ende? Es sieht sehr nach aus. Jawohl, 2:2 unentschieden gegen den VfL Osnabrück. Wir hätten vielleicht zum Ende nochmal den Einsatz etwas erhöhen können, hätten nochmal den ein oder anderen Spieler bringen können. Wie wir sehen, auch unsere Innenverteidiger etwas müde mittlerweile, auch das Mittelfeld und im Sturm sind sie auch recht müde. Aber ich glaube, gerechtes Unentschieden gegen den VfL Osnabrück. Wir können auf jeden Fall damit leben. Wir sagen mal, das Ergebnis, ja, ging so. 2:2 ist okay. Es ging heute durchaus zur Sache, oder? Nein, also ich muss sagen, es war alles in Ordnung. 3 gelbe Karten ist jetzt nicht so wild. Und wie fühlen wir uns? Ja, wir sind total enttäuscht. Nein, wir sind unzufrieden, würde ich mal sagen. So, wir schauen mal bei den Antworten. Ja, alles positiv. Mit dem Ergebnis kann ich leben, sagt das Präsidium. Sehr schön, Zufriedenheit. Der Spieler steigt um 1, auch die Öffentlichkeit. Bei den Mitarbeitern nochmal +2, auch die Öffentlichkeit nochmal +1. Und die Beliebtheit wächst auch nochmal, genauso wie die Öffentlichkeitsbeliebtheit um 1. Sehr schön. Das ist auch nicht schlecht. Wir bleiben, ja, wir rutschen natürlich jetzt etwas ab auf den 6. Tabellenplatz mit 4 Punkten. Fürth konnte gewinnen, genauso wie Nürnberg. Fürth gewinnt 4:1 gegen den VfL Bochum. Nürnberg gewinnt 2:1 gegen Augsburg. Union gewann auswärts bei den Kickers, bei den Würzburger Kickers mit 3:0, auch mit 6 Punkten jetzt dabei. Der Karlsruher SC gewinnt 1:2 auf Schalke, bleibt auch als Aufsteiger damit im Aufstiegsrennen noch drin. 6 Punkte jetzt, komplette super Ausbeute für den KSC.
Und auch St. Pauli gewann ihr zweites Spiel mit 2:1 gegen Paderborn. Und wir schauen runter in der Tabelle. Bochum jetzt natürlich weiterhin ja, sieglos. 4:1 verloren gegen Fürth. 0 Punkte, 1:8 Tore. Darmstadt auch 1:7 Torverhältnis. Verlor 4:0 gegen Holstein Kiel. Und die Kickers natürlich auch jetzt runter nach der Niederlage gegen Union. Auch Ingolstadt 2:1 gegen Halle verloren. Bleiben mit 0 Punkten unten drin. Und Augsburg verlor auch nochmal ihr Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1, haben auch noch 0 Punkte. Osnabrück holt seinen ersten Punkt. Schalke ja auch mit einem Punkt aus zwei Spielen und der hallische FC jetzt mit dem ersten Sieg und den ersten 3 Punkten. Der Kicker schreibt zur Partie: Dick van Dijk hat nicht alle Mittel genutzt, um ein besseres Resultat zu erzielen. Es standen noch mehrere Wechsel zur Verfügung, um für frischen Wind zu sorgen. Ja, da haben sie nicht ganz unrecht. Wie gesagt, das hatte ich ja schon vorher gesagt, wir hätten da nochmal wechseln können. Aber ein 2:2 ist, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden. Und mit 4 Punkten sind wir dann doch gut noch mit dabei. Es ist ja auch erst der 2. Spieltag. Schauen wir mal am Ende der Saison, wie es dann aussieht. Auch der Überblick über unseren Teamfortschritt. Ja, keine großen Veränderungen. Peña macht nochmal einen guten Sprung im Dribbling. Das ist gut. Auch Borja Sanchez bei seiner Negativfähigkeit Ausdauer macht nochmal einen guten Schritt. Mantovani, kleiner Fortschritt zum Stufenaufstieg. Das sieht doch ganz gut aus. Klein, aber fein. So muss das halt sein. Wir schauen wieder über die Transfers, über die Verlängerungen. Ja, viele Transfers wieder getätigt von unseren Mitstreitern in der zweiten Liga. Das wird noch sehr interessant. Wir haben ja soweit schon alles durch. Fürth kauft nochmal richtig ein. Portillo holen sie einen 32-jährigen 9,2 Stärke fürs offensive Mittelfeld von Lille. Hannover 96 gibt auch nochmal 1,7 Millionen aus für einen Innenverteidiger. Und Augsburg nochmal richtig zugeschlagen. 7,5 Stärke, 20 Jahre alt, 3,4 Millionen. Ob das so eine richtige Investition jetzt ist, das wird sich dann im Laufe der Zeit herausstellen. Aber es sind die Top-Verpflichtungen, würde ich mal sagen. Auch 1,9 Millionen gibt Paderborn nochmal aus für einen Spieler von Starren. 7,7 Stärke, 21 Jahre alt. Hat natürlich dann bestimmt auch ein gutes Entwicklungspotenzial. Aber wir schauen mal, wie wir mit unserem Kader vorankommen. Und da haben wir ihn. Valerio Mantovani macht die Stufe 8 fertig. Sehr schön. 7,6 Stärke jetzt. Damit ist er ja definitiv Nummer 3 der Innenverteidiger. Und Noah Wöhlich, unser Jugendspieler, schafft die Stufe 2 mit seinen 16 Jahren. 2,0 Stärke jetzt. Aber kein Mann für die erste Mannschaft. So, und damit stehen wir jetzt vor der ersten Runde im DFB-Pokal. Wir fahren nach Rödinghausen, unserem alten Gegner aus der Regionalliga West. Hoffen natürlich, dass wir hier den Sieg davontragen. Wir schauen auch gleich mal, wie stark Rödinghausen ist. Eine 58, wir mit einer 87. Da sollte doch eigentlich der Sieg drin sein, obwohl sie ein sehr starkes Mittelfeld haben. Aber sie spielen ja auch mit 5 Mann im Mittelfeld und einer Viererkette. Ich glaube, da wird viel Arbeit auf uns zukommen. Aber das sollten wir doch eigentlich gewinnen, das Spiel. Unsere Fanabteilung schlägt einen Fanclub-Besuch vor. Okay, machen wir. Damit geht es erstmal rein in die Woche. Und wir trainieren nochmal das Gegenpressing. Da müssen wir nochmal ein bisschen höher kommen. Pressing ist ja schon bei 81. 60 jetzt wieder beim Konter und alle anderen Werte, ja, knapp bei 90, knapp über 90. Das sieht doch ganz gut aus. Und wir fahren am Freitag schon, das ist ein Samstag, später muss ich nochmal das andere Training wählen. So sieht es auch viel besser aus. Dann haben wir auch die Intensität nicht so hoch. Wir werden sie auch am Montag jetzt nach dem Spieltag nicht so hoch halten. Und am Sonntag wird nochmal ausgelaufen und eine aktive Erholungsphase eingeleitet. Kondition jetzt bei 86, Frische bei 88. Gute Durchschnittswerte. Einige Spieler schauen sich nach dem Training noch die Jugendmannschaft an. Sehr schön. Und Vandenhoek veranstaltet einen kleinen Abend für die Neuverpflichtungen, damit sich alle besser kennenlernen. Sehr schön. Das hätten wir mal bei ihm auch machen sollen. Ich glaube, das hatten wir versäumt und jetzt hat er das nachgeholt für sich.
Unser Platz wird nochmal gepflegt, kostet uns 14.000 Euro. Und unser Fanclub-Besuch freut sich. Die Leute freuen sich sehr schön über unseren Besuch. So muss das sein. Und der FC Aberdeen möchte gerne Linus Obexer verpflichten. Unseren 25 Jahre alten linken Außenverteidiger. Für 600.000, 950.000 ist der Marktwert. Ich glaube, das werden wir aktuell noch ablehnen. Sollten sie das Angebot nochmal erhöhen, könnte ich es mir überlegen. Wir haben ja mit Wallenborn noch einen jungen Mann auf der zweiten Mannschaft. Und da kommen wir an in Rödinghausen. Hecker Wiehenstadion ist unser Spielort. 58 gegen 87. Ja, wir werden mal gucken. Ich werde mal ein bisschen was ändern. Wobei ich sehe schon, Bisoli hat es endlich geschafft, in die erste Mannschaft reinzukommen. Sehr gut. Dann lassen wir das auch so. Dennoch möchte ich heute gerne mal mit Rico Preisinger anstatt Nedelko anfangen. Und auch Mantovani wird anstatt Kallas spielen. Und wir schauen auch mal nach dem schlechten Spiel letztens von Timčík. Möchte ich da auch gerne ihn nicht einsetzen. Wobei ich sehe, Callum Brittem hat sich eine Verwarnung abgeholt, eine Gelb-Rot-Sperre. Okay, dadurch können wir ihn natürlich nicht einsetzen. Könnten wir Obexer rüber? Nein, mit 4,5 definitiv zu schwach. Wir könnten Kallas bringen. Sieht's aus mit Matti Fiedler, 5,1. Ja, dann bringen wir Matti Fiedler. Der ist auch konditionell deutlich frischer. Freddy Drew und Anthony van den Hoek lassen wir im Sturm. Sergio Peña im offensiven Mittelfeld lassen wir auch. Inteca und Pisoli spielen zentral. Preisinger im defensiven Mittelfeld. Petretta, Zeralta, Mantovani und Fiedler jetzt in der Verteidigung. Und René lassen wir im Tor. Oder wechseln wir auch den Torhüter Manzenreiter mal ein bisschen spielen lassen. Wir würden auf 81 runterspringen. Ja, ich glaube, das Risiko ist mir zu hoch. Das haben wir ja letzte Saison auch mal probiert und das ist ja dann gründlich schief gegangen. Aber ich glaube, mit den kleinen Veränderungen, Matti Fiedler ist sozusagen der einzige Schwachpunkt. Aber ich glaube, Timčík muss sich einfach mal ein bisschen überlegen, was er da im letzten Spiel gemacht hat. Wir werden natürlich offensiv beginnen, das ist klar. Auch weiterhin hartnäckig das Gegenpressing vollführen. 3.900 Zuschauer kommen ins Hecker Wiehenstadion und Len Westhoff leitet die Partie. Die erste Pokalrunde. Werden gallig und ekliger Gegner sein. Und ja, ein ganz normales Spiel, das wir professionell angehen. Wir wollen Rödinghausen nicht unterschätzen. Definitiv nicht. Und so gehen wir in den DFB-Pokal in die erste Runde. Das Spiel ist angepfiffen und ich bin sehr gespannt, wer die erste Chance haben wird. 13 Minuten um, gelbe Karte für Rödinghausen, aber noch keine Möglichkeit für eine der Mannschaften. Jetzt Aachen, 19. Minute, erste Chance. Petretta dribbelt im Mittelfeld. Weiter Pass rüber auf Peña. Er dribbelt am Strafraum Richtung Grundlinie. Flanke auf Drüff, Kopfball 1:0 für Aachen. Jawohl, der Favorit geht in Führung. Und TK mit einer gelben Karte wegen Hudelbildung in der 24. Na, kommt da noch das zweite Tor hinterher. 33. Mantovani leitet 1. Zeralta köpft weiter auf Peña. Der dribbelt Richtung Strafraum und von der Strafraumkante knapp am Tor vorbei. Schade. Gelb-rote Karte für Rödinghausen. Igor Maduro, defensiver Mittelfeldspieler. Und ein Freistoß für Rödinghausen in der 43. Buckmeier mit dem Freistoß auf Wolf. Aber der Kopfball geht weit übers Tor. Nächste Chance für Rödinghausen. 45. Rödinghausen jetzt trotz Unterzahl im Angriff. Muela mit der Flanke auf Mause. Bringt den Ball auf Buckmeier. Schießt. 1:1. Rödinghausen macht den Ausgleich. Und das in Unterzahl. Das hatten wir schon öfter, dass die Mannschaften in Unterzahl auf einmal sehr aggressiv werden. Drüff spielt gut. Peña, aber wir lassen erstmal alles so weiterlaufen. Ecke für Aachen, 47. Peña bringt den Ball rein. Auf Drüff, Schuss am Tor vorbei. Schade, das wäre es wieder gewesen, die Führung für Aachen. Jetzt die nächste Chance, 50. Minute. Sehalta auf Bisoli, Peña mit dem Pass rüber auf Preisinger. Pass auf Inteca, die Flanke erreicht Drüff. Schuss diesmal ins Tor, 2:1 wieder die Führung für Alemannia Aachen. Jetzt müssen wir die Führung nur noch ausbauen.
Aber das Spiel tröppelt so vor sich hin. Es ist auch recht ausgeglichen. 71. Mantovani leitet nochmal einen Angriff für Aachen ein. Petretta auf den Ticker. Flanke auf Bissoli. Der bringt den Ball auf Drüff. Der trifft nochmal. Drittes Tor. 3:1 Führung. Und wir können jetzt nochmal wechseln. 74 Minuten sind um. Wir werden Nedelcu für Preissinger bringen, der jetzt auch konditionell runter ist. Timschick bringen wir für Matti Fiedler. Vincent Bösen bringen wir für Drüff. Dann wechseln wir Boya Sanchez für Peña noch ein. Und wir bringen Hendricks noch für einen Ticker. So werden wir die Partie zu Ende gehen lassen. Ganz zwangsläufig. Alle Wechsel sind vollzogen. Und die nächste Chance für Aachen in der 77. Petretta mit dem Eckball. Bringt ihn rein. Vandenhoek. Kopfball auf Timschick. Und der übers Tor. Schade, schade. Bleibt beim 3:1. Boya Sanchez nochmal mit einem Freistoß in der 81. Direkter Schuss. Sewald wehrt ab. Bösen köpft und macht das 4:1. Jawohl, Vincent Bösen, unser junger Mann aus der Regionalliga, ist weiterhin dabei. Und das ist doch der klare Vorsprung jetzt für Aachen. 3 Tore Vorsprung und die nächste Chance. Freistoß in der 87. Sierra Alta, Kopfball auf Bösen. Der auf Timschick. Schuss nochmal, aber wieder knapp am Tor vorbei. Aachen jetzt klar dominant, auch vom Chancenverhältnis her, 9:2. Aber Rödinghausen, 94. nochmal mit einer Ecke. Wolf, Kopfball. Glücklicherweise am Tor vorbei. Es bleibt beim 4:1. Ich glaube, wir werden mal etwas Über- und Unterzahl trainieren müssen. Weil die Problematik ist einfach, wenn der Gegner eine rote Karte bekommt, dann wird er teilweise richtig stark. Und das haben wir ja bei Rödinghausen gesehen, die dann auf einmal den Ausgleich erzielen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben 4:1 gewonnen, sind weiter im DFB-Pokal dabei. Bielefeld gewinnt das Zweitliga-Duell gegen den VfL Bochum. Duisburg gewinnt überraschend gegen Halle mit 7:0. Das ist doch schon ein sehr starkes Ergebnis. Gab es sonst noch irgendwelche Überraschungen? Verl gewinnt gegen die Würzburger Kickers mit 3:1. Jahn Regensburg 4:3 Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf. Kräuter Fürth schlägt Borussia Mönchengladbach mit 2:1 und der KSC gewinnt gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0. Jawohl, das sind doch schöne Ergebnisse dabei. Wir haben denn die Bayern gespielt, 4:6 gewonnen gegen Viktoria Aschaffenburg. Nach 1:5 Führung für die Bayern noch 4:6. Sehr gute Leistung von Aschaffenburg. Die hätten es natürlich auch verdient gehabt, weiterzukommen. Dortmund gewinnt 7:2 gegen Backnang 19:19. 1. FC Köln 3:5 Erfolg, Darmstadt 2:3 Erfolg gegen Schweinfurt, auch ein sehr knappes Ergebnis. Werder Bremen 7:1 in Garching gewonnen, Hertha BC 6:0 bei Türkgücü München erfolgreich. Auch Stuttgart 4:1 gegen Oberlausitz gewonnen, klares Ergebnis. Ansonsten Hoffenheim gewinnt gegen Meppen 6:0, Sandhausen kommt ganz knapp mit 3:4 weiter gegen Erzgebirge Aue. Ansonsten alles klare Ergebnisse, 4:0, 5:0. 2:5, 5:0, ja, deutliche Ergebnisse für die Bundesligisten und 6:1 noch für Frankfurt gegen Düren. Damit ist die erste Runde im DFB-Pokal vorbei und wir hoffen natürlich auf einen guten Gegner für uns, dass wir in die vielleicht dritte Runde einziehen können. Mal schauen, was uns zugelost wird. Im Tieffortschritt haben wir wieder kleine Fortschritte bei Boya Sanchez. Der hat jetzt natürlich stark an seiner Ausdauer gearbeitet. Auch España trainiert nochmal die Schusstechnik, sehr schön. Nico Preissinger macht auch nochmal gute Fortschritte in der Übersicht. Und nochmal auch einen guten Fortschritt jetzt bei seinem Stufenanstieg. Er hat ihn ja jetzt erst vor kurzem vollzogen und daher dauert es natürlich, bis er die Stufe 8 noch erreicht. Bissoli macht wieder einen kleinen Fortschritt, auch Boya Sanchez durch den Einsatz heute einen guten Fortschritt. Auch Vincent Bösen durch sein Spiel letztens auch wieder gute Fortschritte, sehr schön. Geht weiter voraus, oder voran besser gesagt, und wir sind dann schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei der Auslosung. Der Hamburger SV trifft auf den VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt spielt zu Hause gegen den Karlsruher SC, Bayer Leverkusen empfängt Holstein Kiel, der SV Sandhausen spielt gegen Greuther Fürth, Arminia Bielefeld empfängt den 1. FC Köln. Der VfB Stuttgart spielt zu Hause gegen den SC Verl.
Hannover 96 tritt an zu Hause gegen Mainz 05. Werder Bremen zu Hause gegen Paderborn. Bin sehr gespannt, wer für uns ausgelost wird. Red Bull Leipzig spielt zu Hause gegen Bayern München. Oh, ein großer Knaller. Leipzig gegen Bayern. Osnabrück zu Hause gegen Borussia Dortmund. Der FC Augsburg tritt an gegen Jahn Regensburg. Und jetzt Alemannia Aachen. Wir spielen zu Hause gegen Schalke 04. Ein Zweitligaduell. Sehr schön. Hertha BSC tritt an gegen St. Pauli. Hoffenheim zu Hause gegen Darmstadt 98. Der MSV Duisburg, dritte Liga noch, spielt gegen den SC Freiburg. Und Heidenheim empfängt den ersten FC Union Berlin. Ja, wieder schöne Spiele dabei. Für uns natürlich Schalke, ja, der Hammergegner aus der zweiten Bundesliga, der Absteiger. Uns wird von Lokomotive Tiflis ein junger linker Außenverteidiger angeboten mit 20 Jahren, 54.000. Aber das lehnen wir dankesweiser ab. Schalke verstärkt sich nochmal mit Daniel Caligiuri von Chelsea. Den haben sie wahrscheinlich vorher verkauft. 10,0 Stärke natürlich sehr gut und 480.000 ausgegeben. Augsburg kauft nochmal gut ein. Zwei Spieler, einer von 1. FC Union, 9,8 Innenverteidiger. Und ein linker Mittelfeldspieler, Eric Tommy von Burnley FC für 4,2 Millionen. Augsburg greift nochmal tief in ihre Schatulle. Die wollen wahrscheinlich auch den Aufstieg um alle Fälle nicht verpassen. Und wir haben Peter Hackenberg, der die Stufe 7 erreicht mit seinen 33 Jahren. 6,8 Stärke jetzt in unserer zweiten Mannschaft natürlich. Ein ja, Stammspieler wahrscheinlich und auch durch sein Alter natürlich ein Leitwolf. Und Ismail Steinke schafft es, die Stufe 3 zu erreichen mit seinen 13 Jahren. Jetzt schon 2,8 Stärke, defensives Mittelfeld. Ja, mal gucken, wie der sich noch entwickelt. Da sind wir auch sehr gespannt. Dann haben wir den nächsten Jugendspieler, 12 Jahre alt, auch Stufe 3 jetzt. Yajub Sharabi, 2,8 Stärke, Innenverteidiger. Ja, wenn der sich so weiterentwickelt, vielleicht schafft er es auch auf die Stufe 6 oder 7. Das wäre natürlich nicht schlecht für uns. Und damit endet diese Folge, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo ist auch nie verkehrt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.